Hakuna Matata, meine Freunde. Ich werde im Bekannten- und Freundeskreis ganz oft gefragt, wie eigentlich so ein normaler YouTube-Alltag für mich ausschaut. Das werde ich euch heute zeigen. Ich bin um 6.45 Uhr aufgestanden, habe erstmal eine Runde mit Harry gemacht, dann war ich beim Training. Jetzt haben wir es schon 9:15 Uhr. Ich bin wirklich super spät dran. Um 10 Uhr beginnt die Aufnahmesession mit Kev. Mein Hund Harry hat noch nicht zu essen bekommen. Wir müssen nämlich gerade alles für ihn selber machen. Der bekommt Schonkost, das heißt, er bekommt Reis und Hühnchen. Ich habe noch nicht gefrühstückt und ich habe das heutige GTA-Video noch nicht geschnitten. Und alleine für das GTA-Video bräuchte ich so ungefähr 45 Minuten bis einer Stunde. Das heißt, ich kann das schon alles gar nicht mehr schaffen. Deswegen nicht lang schnacken, ab geht's. Und das ist auch wieder so typisch meine Freundin. Die sagt immer, Marvin, du lässt alles in der Wohnung rumliegen. Aber selber hier ein ganzes Bügelbrett stehen lassen. Kleine Info an euch, ich habe die Wohnung kein bisschen fresh gemacht. Es sieht sehr, sehr chaotisch aus, aber ich hatte leider gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Der Plan wird jetzt sein, ganz schnell Reis und Hähnchen fertig machen, zum Kochen bringen, in der Zeit das Video von Deko runterladen, in der Zeit schneiden und versuchen, irgendwie bis 10 Uhr fertig zu werden. Für Harry gibt es Reis und Hähnchen und weil ich nicht mehr so viel Zeit habe, für mich jetzt noch Frühstück zu machen, gibt es Nougat Bits. Ich feiere das Zeug. Nach dem Training war ich noch schnell einkaufen. Was darf nicht fehlen? Natürlich der Monster. Hashtag not sponsored. Leider muss man ja sagen. Und was ich jetzt auch noch neu für mich entdeckt habe, weiß gar nicht, ob man das mit Werbung kennzeichnen muss. Tiefkühlware. Tortellini, Tomatensahne, richtig lecker. Und Süßkartoffelpfanne. Probiere ich heute mal. Das Ding ist nämlich, ich habe mittags kaum Zeit, mir irgendwas zu essen zu machen. Werde ich euch später nochmal zeigen. Wir sind nämlich durchgehend eigentlich in Aufnahmen. Und dann kann ich entweder, wenn ich mit meinem Hund gehe, schnell zum Dönermann gehen und mir einen Döner holen. Oder ich bestelle teuer bei Dean und David mir so eine richtig geile Chicken Bowl. Aber jedes Mal einen Elfer da zu lassen, ne, ist schon teures Geld. Jetzt müssen wir uns weiter fertig machen. Ich glaube, der Reis kann langsam rein. Rein mit dem Bruder. Meine Freundin haut das Fleisch danach immer noch mit rein, damit der Reis so ein bisschen nach Fleisch schmeckt. Also ich hoffe, Harry gefällt das. Das Fleisch hole ich so in ungefähr 8 Minuten raus. Der Reis braucht noch ein bisschen. Jetzt ganz schnell Nougat Bits essen und dann anfangen zu schneiden. Jetzt haben wir nur noch 35 Minuten Zeit. Ach du Heiliger, wie soll ich das noch hinkriegen? Wenn wir mit den Aufnahmen fertig sind, laden wir die immer hier auf Google Drive hoch und da können wir uns die dann ziehen. Um die Videos dann eben zusammenzuschneiden. Und heute habe ich Glück, dass es nur so eine kurze GTA-Folge ist. 25 Minuten geht die. Normalerweise sagen wir so, die Aufnahmezeit mal 2, das ist ungefähr die Schneidezeit. Ich hoffe, ich bin bei der jetzt ein bisschen schneller, dann könnte ich es wirklich noch gerade so hinkriegen. Aber erstmal muss ich natürlich auch noch was essen. Und ist. Bisher zusammenfassend, ich habe GTA nicht fertig bekommen. Ich bin jetzt schon 7 Minuten zu spät im TS und ja, ich sage erstmal Hallo. Hallo und sorry für die Verspätung. Hallo, hallo, kein Problem. Meine Freunde, wir starten jetzt mit der ersten GTA-Aufnahme. Heute sind 2 Stück mit Kev geplant. Danach geht es dann weiter, aber jetzt erstmal schön GTA rocken. Okay, ich sage 3, 2, 1. Hakuna Matata, meine Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren geilen Folge GTA! Wir haben jetzt die erste Aufnahme geschafft und ich bin jetzt schon wieder richtig am Schwitzen. Hier nehme ich auf und wenn ich das Ding hier nach oben mache, dann habe ich hier einfach so ein kleines Kabuff, wo sich die ganze Hitze staut. Das ist einfach so krank. Deswegen sitze ich da immer in meiner eigenen Suppe, aber egal. Jetzt geht's zur Aufnahme Nummer 2. So, zweite Aufnahme, check, 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 bingo, bingo, bingo. Aufnahme läuft. Flash GT, Eierrasur, ab geht's! Das waren jetzt 2 Aufnahmen mit Kev. Mir läuft der Schweiß so von der Stirn. Leider ist die zweite nichts geworden. Das passiert manchmal in GTA relativ selten, bei Rainbow Six schon eher. Deswegen müssen wir jetzt für Ersatz sorgen. Da haben wir einen Kollegen rangeholt und jetzt gehen wir in die dritte Aufnahmesession für die zweite Aufnahme. So, meine Freunde, GTA ist jetzt fertig geschnitten. Wir haben es jetzt 20 nach 2. In 40 Minuten muss es komplett verarbeitet oben sein mit Thumbnail. Das wird auf gar keinen Fall was. GTA muss jetzt noch 25 Minuten durchrendern. Die Zeit werde ich jetzt nutzen, um erstens was zu essen. Ich muss mit Harry gehen. Und ich muss noch das Thumbnail für GTA fertig machen.
Das alles muss ich in diesen 25 Minuten schaffen. Auch sehr unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Und was ich auch noch gar nicht geschafft habe, ist, die Tomatenpflanzen zu gießen. Ich gehe mit euch jetzt aber nicht raus, weil ich nur eine Boxershort anhabe und draußen ein paar Nachbarn da sind. Müsste ich mir erstmal wieder ein Höschen anziehen. Machen wir aber gleich. Klischeemäßig, wenn man über YouTuber, gerade über Gaming-YouTuber nachdenkt, denkt man ja, okay, die zocken jeden Tag 2-3 Stunden, dann laden sie den Kack hoch und dann können sie den restlichen Tag Freizeit machen. Wäre schön, vielleicht kann das ja der ein oder andere machen. Bei uns ist das sehr schwierig, weil wir super viele Videos am Tag hochladen und wir keinen Cutter haben. Wir schneiden alles selber, können wir uns leider nicht leisten. Wäre geil, wenn wir einen Cutter hätten, der das alles für uns fertig macht, dann hätten wir nämlich viel mehr Freizeit. Also es gibt schon Tage, wo wir nicht ganz so viel aufnehmen. Das Ding ist aber, dort verwenden wir dann die freie Zeit in entweder Livestreaming oder in Real-Life-Projekte. All in all kann man sagen, dass jeder Tag so getaktet ist, aber dann in anderer Art und Weise. In der Zeit, wo das Essen ein bisschen durchbrutzelt, werden wir die Zeit nutzen, jetzt das Thumbnail fertig zu machen. Und da kann man auch nie so wirklich sagen, ob das lange dauert. Manchmal bereite ich die Thumbnails schon innerhalb der Folge vor, wo ich dann die Facecam alles entferne, sodass ich schon direkt in der Aufnahme ein Thumbnail generieren kann. Das war in der Folge jetzt leider nicht der Fall. Deswegen heißt es nochmal ein bisschen ransetzen und ein hoffentlich cooles Thumbnail für euch zu basteln. Meine Freunde, das Thumbnail ist fertig. Das Rennen geht jetzt noch 7 Minuten. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, was zu essen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch mit Harry raus. Und dann fahren wir zu Deko. Dann nehmen wir nämlich Octodad auf. Knapp 20 nach 3. Und das Video geht jetzt öffentlich. Wo ist die Begrüßung? Gelten Sie als Partei der Besserverdiener, der Besserverdiener. Hallo. Ups. Hallo Marvin, schön, dass du da bist. Ich freue mich, komm in meine Arme. Jetzt wisst ihr, wie das abseits der Kamera ausschaut, unser Verhältnis. Ne? Er kümmert sich einfach in Wayne um mich. Er tut jetzt nur so. Eigentlich, ihr habt ja gehört, hallo, Begrüßung. Ja? Normalerweise gibt er immer richtig schön die Nüsse gekraut, wenn er hier ankommt. Ja, wir sind jetzt hier, um Octodad aufzunehmen. Deko, bist du gut vorbereitet? Ich bin richtig gut vorbereitet. Wie ihr seht, zocke ich gerade Layers of Fear und gucke mir ein Video von Mr. Wizard to go an. Digga, diese Lampe hier. Wie lange wohnst du jetzt hier? Es ist bald ein ganzes Jahr. So, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Kannst du mal öffnen. Okay, was haben wir hier? Ja, Controller und Kabel. Zum Glück habe ich ihn daran erinnert. Hast du das nicht mitgenommen? Ja, das war's auch schon. Wie das war. Was denn noch? Ich bitte dich. Ja, Digga, was hast du mir heute mitgebracht für dich? Oh, GG, Alter. Geschenke. Digga, muss ich jetzt auf diesem komischen kleinen Platz da Platz nehmen? Auf diesem Karton muss ich da jetzt Platz nehmen? Und du sitzt in diesem Chefsessel oder was? Ja, natürlich, Alter. Warum gehst du aus, Alter? Meinst du, ich geh jetzt da runter oder was? Ja, natürlich. Nein. 3, 2, 1, Hakuna, mein Tata, meine Freunde, und herzlich willkommen heute zu der dritten Folge Octodad. Meine Freunde, Octodad ist abgefilmt, wir haben es jetzt 17.30 Uhr. Livestream anschmeißen, Muchacho, in die Beschreibung gucken, Twitch abchecken, Follow da lassen, Livestream genießen. Ja. So, Deko, viel Spaß beim Livestream. Wahnsinn. Erstmal mache ich jetzt hier schön Thumbnail für Ark heute und danach wird gelivestreamt bis 20 Uhr, dann kommt Ark raus und dann kann ich anfangen mir Essen zu machen um 20 Uhr und dann ist Feierabend. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Mach's gut, mein Lieber. Und dann wären wir auch schon wieder zu Hause. Wir haben heute ganze 5 Aufnahmen geschafft. 3 GTA, eine Octodad-Aufnahme und eine Ark-Aufnahme. Wenn man es vergleicht mit anderen Tagen, ist das so der Durchschnitt, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter. Normalerweise mache ich immer spätestens um 18 Uhr Feierabend, weil ich dann Zeit mit meiner Freundin verbringen möchte. Heute ist sie allerdings nicht da, deswegen werde ich jetzt den Abend noch mal ein bisschen nutzen, um ein bisschen zu schneiden und das werde ich auf dem Balkon machen. Hier sind by the way auch meine ganzen Tomatenpflanzen, die sind riesig geworden hier, alles voll. Und da werde ich mich gleich schön hinsetzen, mache mir die Pfeife an und schneide für euch dieses Video und auch schon mal ein bisschen Octodad. Also ich hoffe, euch hat es gefallen, mal so ein bisschen in meinen normalen Tagesablauf hineinzuschnuppern. Wie gesagt, wenn man das mit anderen YouTubern vergleicht, ist es schwierig. Die meisten sind ja auch noch alleine, haben vielleicht noch einen Cutter, wo sie dann noch ein bisschen Hilfe bekommen.
Wir können uns, wie gesagt, keinen Cutter leisten. Aber das ist ja auch ein Riesenvorteil unter ganz vielen anderen noch, dass man zu zweit ist. Unter anderem haben wir immer einen Aufnahmepartner, was schon mal ein Riesenvorteil ist. Kev ist ja auf Aufnahmepartner angewiesen und macht eben Solo-Projekte. Wir haben uns, wir können immer was starten. Wir können uns auch die Arbeit, was das Schneiden angeht, können wir uns aufteilen. Ist auch schon mal ein Vorteil. Auch nochmal ein Riesenvorteil ist, wenn man einen Kanal zu zweit hat, dass wenn man Aufnahmen macht, dass man immer sozusagen die Highlights oder die beste Stelle gerade zeigen kann. Nachteil ist natürlich, der Verdienst wird durch zwei geteilt und man ist ja trotzdem bei allen Aufnahmen mit dabei. Das heißt, wenn wir GTA aufnehmen, müssen wir beide in der Aufnahme sein. Wenn wir ARK aufnehmen, müssen wir beide in der Aufnahme sein. Es ist nicht so, dass man komplett getrennt voneinander was machen kann. Kann man natürlich auch mit Solo-Projekten, aber das ist ja bei uns nicht ganz so der Fall. Das war so mein normaler Tagesablauf. Ihr habt jetzt einen Tag gesehen, wo wir relativ wenig aufgenommen haben, wo ich relativ wenig geschnitten habe, aber trotzdem irgendwie die ganze Zeit keine Zeit hatte. Wenn ihr natürlich noch konstruktive Kritik habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich gehe sie alle durch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut, Muchachos. Schönen Tag noch. Wir haben es jetzt 5 nach 10. Der Rohschnitt ist fertig. Und jetzt gehe ich erstmal eine Runde schlafen.